Hallo, mein lieber Skorpion, das ist dein Tarot-Reading für Juni 2023. Als Kristall hast du den wunderschönen Türkis für die Schönheit. Aber wir wissen ja alle, du als Skorpion, du bist nicht nur Schönheit, sondern du liebst auch alles um dich herum, was Schönheit ausstrahlt. Du hast wahnsinnig viel Geschmack. Und deswegen unterstützt dieser Türkis dich im Monat Juni. Wir haben als deine erste Karte den Turm. Aber keine Sorge, wir gehen zu einem sehr positiven Ergebnis. Ja? Das heißt, dieser Turmmoment, ja, wo etwas zusammenbricht, etwas Altes, der wird für dich im Endeffekt dann was Positives haben. Was ich hier sehe, ist gleich danach die Vier der Münzen. Das heißt, dieses Ereignis wird dich vielleicht dazu veranlassen, mit deinen Münzen etwas vorsichtiger zu sein. Dein Geld im Safe zu verstauen, dein Geld zu verschieben in verschiedene Assets oder sonst irgendetwas zu tun. Es kann auch etwas Globales sein. Ja, es muss nicht nur in deinem Leben so sein, es kann auch die ganze Menschheit betreffen. Und es ist etwas, das dir im ersten Moment ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Du hast damit nicht gerechnet, du hast das nicht erwartet. Aber Beispiel, ja, ich möchte dir hier ein Beispiel geben, weil wir haben hier hinten nämlich die 9 der Münzen. Und diese 9 der Münzen spricht davon, dass es dir im Endeffekt super gehen wird. Auch wenn du vorher vielleicht ein bisschen auf deine Finanzen schaust, du sicherst deine Finanzen, du schaust, dass alles am richtigen Platz ist, du hast vorgesorgt. Ja, das sieht man hier mit der 4 der Münzen. Und wenn das zum Beispiel so ist, ja, ich sage jetzt nicht, dass das so sein wird, sondern ich gebe dir nur ein Beispiel. Sag mal, du hast eine Firma, eine Bäckerei und dann schlägt in der Bäckerei der Blitz ein und sie brennt ab oder es gibt irgendeinen Kurzschluss und sie brennt ab. Dann kriegst du einen Riesenhaufen Geld von der Versicherung ausbezahlt. Ja, für den, und der Wiederaufbau wird auch gleich wieder stattfinden. Das haben wir dann da unten in der 3 der Münzen. Ja, aber der 9 der Münzen, das ist ein riesiger Geldbetrag oder ein großer finanzieller Wunsch, der dir da erfüllt wird. Ja? Das heißt, du bist dann im Endeffekt froh, dass diese alte Bude abgebrannt ist und du eigentlich mit dem Geld was viel Besseres aufbauen kannst. Ja? Also das heißt, das ist nur ein Beispiel, ja? Aber das wäre so ein Szenario, wo man sagt, das könnte mit Turm, 4 der Münzen und 9 der Münzen passieren. Was es hier auch noch gibt, ist die Karte des Wiederaufbaus des Gemeinsamen. Das ist die 3 der Münzen. Die 3 der Münzen ist eine Karte von Teamarbeit und Kollegialität. Hier bauen mehrere Menschen zusammen eine neue Kirche auf. Ja? Und das heißt jetzt nicht im praktischen Sinne, ja, nur weil das auf der Zeichnung so ist, dass du mit anderen Leuten irgendeine Art Kirche baust. Nein, das heißt, du arbeitest mit Leuten zusammen, ihr habt eine gute Teamarbeit. Das kann zum Beispiel auf deinem Arbeitsplatz so sein, kann aber natürlich auch betreffen, dass zum Beispiel etwas Altes, das ihr sozusagen entfernt habt, ja, sagen wir, ihr habt im Garten eine ganz morsche alte Scheune gehabt und jetzt gehst du mit deinen Nachbarn oder Freunden her und sagst, wir reißen diese alte Scheune ab und bauen eine neue auf, ja, gemeinsam. Und wir machen was Größeres draus, wir machen nur einen Grill dazu und dann machen wir Grill. Partys. Das heißt, du vergrößerst dich gemeinsam mit anderen. Was wir auch haben, ist die Entscheidungskarte, die 2 der Schwerter. Diese Entscheidung wird dir nicht so leicht fallen, weil wir sehen erstens einmal, die Frau sitzt mitten in der Nacht da, es ist rundherum dunkel, ja, und noch dazu hat sie die Augen verbunden. Das heißt, sie sieht nicht wirklich, welche Entscheidung die bessere ist. Sie kann es eigentlich nur mit ihrem Bauchgefühl entscheiden, weil die wirklichen Informationen dir noch fehlen. Das heißt, du kannst hier entweder 2 Dinge tun. Entweder du wartest, bis diese nötigen Informationen zu dir kommen, die du brauchst, um die Entscheidung leichter zu treffen, oder du entscheidest das mit dem Bauchgefühl. Hier würde ich dir dazu raten, dass du eine Nacht drüber schläfst, bevor du die Entscheidung triffst. Dann gibt es hier die Königin der Kelche. Das ist jemand in deiner Umgebung, der dir sehr, sehr wohlgesonnen ist. Diese Person liebt dich über alles. Das kann sein eine Mutter, eine gute Freundin, eine Oma, eine Tante. Das ist jemand, der dich sehr, sehr gerne mag. Und diese Person könnte ein Wasserzeichen sein, also ein Krebs, ein Skorpion oder ein Fisch. Und diese Person ist für dich da, die hat immer ein offenes Ohr für dich und die unterstützt dich emotional. Das heißt, finanziell haben wir mit den 9 der Münzen überhaupt keine Probleme, ja, ist absolut geritzt alles. Dann haben wir noch hier die Teamarbeitskarte und die Karte des emotionalen Supports durch die Königin der Kelche. Die einzige Karte, die hier wirklich ein bisschen problematisch ist, ist, dass du diese Entscheidung hier nicht so einfach treffen kannst. Ja? Aber das hängt vielleicht auch dadurch, dass der Turm drüber ist, hängt das vielleicht auch damit zusammen, ja, mit eben dem, was da passiert ist. Ja? Dieser plötzliche Moment, mit dem du da nicht gerechnet hast, der führt vielleicht dazu, dass du eine Entscheidung eben treffen musst. Und vielleicht wirst du im ersten Moment nicht ganz wissen, wie tun, aber wenn du drüber schläfst, dürftest du das mit im Sinne deines Bauchgefühls und deiner Intuition auch entscheiden können. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass ein Like unter dem Video, kommentiere, ob es für dich resoniert hat und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das Abo ist wie immer vollkommen gratis für dich. Ich wünsche dir einen schönen Monat Juni und bis bald. Tschüss!